habe Post aus Japan bekommen, Leute. Ich habe eine Riesenbestellung bei Yu Yu Kano gemacht die letzten Monate. Ich habe für bestimmt ein halbes Jahr gesammelt oder länger. Das Paket kostet insgesamt 340.000 Yen. Das sind ungefähr 2.150 Euro. Wenn man noch Zoll und Pipapo zurechnet, sind wir ungefähr bei 3.000 Euro. Und ihr seid bestimmt gespannt, was drin ist. Ob wir heute schon Opening haben, kann ich nicht versprechen. Aber da ist auf jeden Fall viel Zeug drin für viel Content in der Zukunft. Und auf jeden Fall wird es auch heute schon ein Giveaway geben. Oh mein Gott! Wow! Jetzt viel Spaß beim Video. Ich würde mich super freuen, wenn ihr schon mal ein Like da lasst. Und wenn euch das Video weiterhin gefällt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Let's go! Riesenpaket. Ich musste ein bisschen weiter rauszoomen. Das sollte eigentlich hier alles schön abgeklebt sein mit den Pokélos-Aufklebern, die ihr auch im Merch-Shop haben könnt, by the way. Und ja, wir gehen einfach mal rein. Wir haben schon lange kein Unboxing mehr gemacht. Also ich würde jetzt mal sagen, dass hier eigentlich oben ist. Aber da sind die ganzen Aufkleber und diese Zollbriefe, sag ich mal, waren da auch drin. Deswegen machen wir mal die Rückseite auf. Ganz vorsichtig. Mit dem Cuttermesser. Ich weiß natürlich, was drin ist. Ich habe euch ja jetzt den Preis gesagt. Also wir sagen jetzt mal 3.000 Euro kostet die ganze Kiste. Werde euch die Preise, die aktuellen Kartenmarketpreise einblenden und nicht immer unbedingt sagen, was ich im Einzelnen bezahlt habe. Weil es sind ein paar Sachen dabei, da habe ich auch öfters eingekauft, da haben die Preise sich mal verändert. Ich habe ein paar Sachen gekauft, die sind mittlerweile sogar günstiger geworden. Das würde ich dann auch euch sagen. Eine Sache, das ist vor allem eine große Sache, die ist auf jeden Fall jetzt schon teurer. Da habe ich, glaube ich, schon einen ganz guten Deal gemacht. Ihr könnt es mir dann nachher in den Kommentaren wissen lassen. So, wir gucken erstmal. Wir packen erstmal alles raus. Da erkennen wir schon mal was mit einem EX. Da erkennt man auch schon was. Ihr seht wahrscheinlich gerade mehr als ich, weil ich sehe von oben fast gar nichts. Man muss schon mal sagen, top eingepackt. Yu Yu Kano, meiner Meinung nach einer der besten Shops, wo man bestellen kann. Ich habe keine Idee, was hier drin ist. Seht ihr es überhaupt? Ich sehe nur meinen Facecam. Von diesen Schachteln hier haben wir einige drin. Also die große Kiste ist schon mal leer. Und hier haben wir die ganzen Kisten. Also hier haben wir 13, was auch immer drin ist. Ich vermute, da sind Einzelkarten drin. Hier haben wir viele Displays. Ihr seht schon, da, vielleicht könnt ihr schon ahnen, welches Display es ist. Ich vermute, das hier ist fast das gleiche. Und hier haben wir auch noch was aus der Scarlet EX, Violet X, ja, Ära. Und ja, wir machen jetzt mal auf und schauen mal, was drin ist. Oh, hier habe ich zwischendurch noch so einen Aufkleber gefunden. Der ist super cute. Den haben die wahrscheinlich immer so dazugelegt. So Leute, wir fangen einfach mal hier mit dem ersten Päckchen an. Also wie gesagt, es ist mega, mega, mega gut eingepackt. Hier haben wir, wie ihr schon erahnen könnt, Scarlet EX und Violet EX, diese Top Premium Box. Von der haben wir schon welche da auch. Die hat mich, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich glaube, die kostet aktuell 80 Euro, die Kartmarke. Wie gesagt, ich schaue jetzt gar nicht nach. Ich werde die Preise einblenden. Die Box werden wir auf jeden Fall in nächster Zeit aufmachen. Nicht heute, aber die ist halt schon sehr, sehr cool. Da hat mir, ich glaube, insgesamt 24 Booster drin. Und zwar 12 von Karmesin und 12 von Purpur. Karmesin und Purpur hat man ja schon auch auf dem Channel was aufgemacht. Beziehungsweise, ich glaube, Purpur kommt demnächst noch. Kommt jetzt aufgrund dessen, weil das Mailer-Video zwischendurch kommt. Ich hatte übrigens mit dem Paket schon letzte Woche Mittwoch gerechnet. Also es lag relativ lange beim Zoll rum. Also sehr coole Box. Mal gucken, wo die preislich so liegen wird in den nächsten Monaten, sag ich mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass solche Boxen auch im Wert durchaus ein bisschen ansteigen werden. So, und dann haben wir Displays. Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Wir haben hier ein einzelverpacktes Display. Ihr seht ja schon, was es ist. Triple Beat oder Triplet Beat. Und das müsste eigentlich auch Triplet Beat sein. Bis vor kurzem wusste ich gar nicht mehr, dass ich davon so viele bestellt habe. Ich habe, glaube ich, eine erste Order aufgegeben. Da war Triplet Beat bei uns um die, war das 100 Euro? Ich glaube, Triplet Beat war über 100 Euro bei uns. Ich glaube, da hatte ich damals 2, 3 Displays bestellt. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt hatte ich dann nochmal eine Order gemacht, weil da ist der Preis bei uns gedroppt und entsprechend auch in Japan. Und ich glaube, die zweite Order war dann bei roundabout auch um die 55, 60 pro Stück. Ich meine, aktuell ist ein Display bei rund, ich will mal tippen, 60, 70 Euro. Auch hier Kartenmarketpreis blende ich wieder ein. Man hat hier einen Aufkleber drauf. Den kann man aber gut abmachen, das weiß ich. Lasse ich jetzt erstmal drauf. Ist ein Top-Display oder eigentlich könnte man es auch. Warte mal, was sind da? Ah, oh, okay. Moment. Ich dachte gerade kurz, was ist denn das? Aber da ist eine Folie auf der Folie. Also warte mal, das kann man runter machen. Oha, jetzt, ich habe jetzt ganz kurz geschwitzt, weil ich dachte, was ist denn das für eine halbe Folie hier auf dem Display? Aber man sieht, die richtige Displayfolie ist dahinter. Also alles gut, jetzt muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Einmal hier ein bisschen anratzen, wofür der Aufkleber auch immer ist. Aber der ist auf einer extra Folie. Das ist top. Das ist ein mega gutes Display. Das werden wir natürlich auch auf dem Kanal aufmachen. Ich glaube sogar, dass wir hier vielleicht 2, 3 Displays aufmachen, weil das ist sehr toll, hat auch mega tolle Artworks. Wenn ihr Bock habt, dann sagt mal Bescheid, ob ihr Bock habt, dass wir hier einen kleinen Boxbreak machen. Können wir auch gerne machen mit vielleicht 3, vielleicht 4 Displays. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Also wie gesagt, hier haben wir insgesamt 1. Ich weiß, das große glaube ich nicht aufmachen.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. 8 Mal Crippled Beat. Sehr, sehr geiles Set. Da freue ich mich auf jeden Fall schon auf das ein oder andere Opening. Ich lasse es jetzt zu. Einfach was Schönes und ist irgendwie schön und sicher eingepackt, solange ich nicht ran muss. Und jetzt, Leute, gehen wir hier an diese Kistchen. Wir haben, wie gesagt, 5, 10, 13 ominöse kleine Kartons. Ich weiß natürlich ganz grob, was drin ist, aber ich weiß jetzt nicht, wo was drin ist. Weil anscheinend nutzen die dieses hier für, ich sag mal, Einzelkarten und vielleicht auch Einzelbooster. Von daher, wir machen das jetzt einfach mal schön der Reihe nach auf und wir gehen mal rein. Wir können hier schön mit dem Messer, denke ich mal, einmal hier reingehen durch den Teaser. Ich hoffe es mal. Es wird euch vielleicht das ein oder andere überraschen. Es kann jetzt natürlich sein, dass ein Kästchen das ein oder andere spoilern wird. Nee, hier haben wir noch keinen Spoiler. Okay, sehr gut. Also, muss schon mal sagen, auch hier wieder, ne? Top verpackt. Und jetzt im Karton. Guck mal, die haben hier das nochmal im Karton, sieht man es hier in der Kamera, nochmal extra festgeklebt. So gutes Packaging, da kann sich wirklich jeder eine Scheibe von abschneiden, egal ob privat oder Händler. Also sowas kenne ich eigentlich nur von den japanischen Shops. Das machen wir auf, was haben wir denn hier drin? Ich vermute mal, hier haben wir Einzelkarten drin. Nani? Ihr seht schon, was drin ist. Ich hab schon ganz vergessen. Ihr wisst ja, ich habe da so einen kleinen Spleen. Ja, ich dachte mir, ich hole mir hier nochmal eine Giratina. Eine Giratina aus Bowser Universe. Und die sieht so mega gut aus. Hier sind Preis mittlerweile auch gefallen. Also ich glaube, ich bin immer noch so vom Einkauf da, wo der Preis jetzt aktuell ist. Ich meine, aktuell ist die japanische bei 120 bis 140 Euro. Die war schon mal zwischenzeitlich bei 200 Euro. Wenn ich die jetzt wegnehme, sehen wir gleich die nächste Karte. Ich weiß jetzt gar nicht, was da dahinter ist. Oh. Ich habe zwei bestellt. Okay, ich habe zwei bestellt. Also, zweimal Giratina. Sehr geil. Dann können wir die beide mal ganz kurz vergleichen. Also, beide sehen erstmal top gesendet aus. Und ich finde dieses Strahlen, dieses Holofoil, das ist einfach mega, mega, mega gut. Das fehlt bei uns leider. Also, ob das beide jetzt eine 10er werden könnten, weiß ich nicht. Aber ich werde mit Sicherheit die ein oder andere Giratina zu PSA einschicken. Ich kann schon mal sagen, es kommen nicht mehr Giratinas. Soweit, das weiß ich. Ich kann aber auch sagen, es kommen noch mehr Einzelkarten. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier drin haben. Wie gesagt, mit einem Karton werde ich ganz viele andere Kartons auch spoilern. Aber ist auch nicht... Okay, geil. Geil, ich mache es genauso auf. Ich mache es zum ersten Mal auf. Ihr habt ja gesehen, ich mache das Paket ja alles zum ersten Mal auf. Weiß schon, was jetzt drin ist. Es wird euch vielleicht ein bisschen verwundern. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, warum ich es gemacht habe. Aber ich fand die Karte so geil. Und ich sage euch schon mal, das ist hier alles eine Karte. Es wird, wie gesagt, ein Giveaway geben in diesem Video. Dazu kommen wir aber gleich noch. Um beim Giveaway mitzumachen, müsst ihr natürlich kommentieren. Das Giveaway wird sich lohnen. So. Ich glaube, das sind jetzt erstmal Random-Karten als Schutz. Das ist auch wieder geil. Die sind jetzt nicht bestellt und nix. Da wird jetzt auch nichts Besonderes drin sein, ne? So, jetzt kommen gleich die Gesleeven. Hier haben wir nochmal eine normale Karte. Und wir haben auf der Rückseite wahrscheinlich auch nochmal ein paar Random-Karten. Okay, guck mal hier. Sogar noch eine... es ist Unratitox, ne? Unratitox V. Sehr cool. Was denkt ihr, was drin ist? Ha? Soll ich es euch zeigen? Ich zeig's euch. Und zwar, ich habe schon gesehen, ist es die Gyarados EX-Karte. Die kristallene Gyarados EX-Karte. Und ich finde die so geil. Und ich muss sagen, die Holofoil ist nochmal einen Ticken krasser als bei uns. Und ja, wie gesagt, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 Mal Gyarados. Ja, ich weiß, ein bisschen verrückt. Gyarados. Ich finde es so mega gut. Warum Gyarados? Warum nicht Arcani? Ich finde die Gyarados-Karte einfach nochmal einen Zacken schärfer. Und es ist jetzt, wie gesagt, keine krasse, teure Karte. Ich weiß gar nicht. Die hat, glaube ich, 1,50 Euro pro Karte gekostet. Vielleicht ist die mittlerweile sogar weniger wert. Das ist definitiv knappes halbes Jahr her. Das kam raus mit, kam es in Purpur mit EX, Scarlet, X, Violet. Die liegen da schon eine Weile im Storage bei Yuyukano. Was auch cool ist, man kann da quasi ewig Sachen drin lassen und man kann einfach bunkern. So Leute, jetzt haben wir noch 11 Päckchen. Es dürfte eigentlich jetzt nur noch ein Produkt kommen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, ne? So, Leute, wir gehen rein. Wir haben in dem ersten Türchen Nagaba Yu Promo Boosters. Und jetzt wird's richtig geil, Leute. Und da werde ich euch gleich mal sagen, was ein Booster gekostet hat. Ich werde euch auch gleich sagen, wie viele wir hier haben. Warum Yu Nagaba? Weil da gibt es Evolution-Karten. Jede Evolution-Karte plus Eevee in diesem neuen Artstyle von
Yu Nagaba, dem Künstler. Wir haben insgesamt, ne, das zeige ich euch am Ende. Ich lege alles auf den Tisch und dann sage ich, wie viel wir am Ende haben. Aber ich sage euch schon mal, was ich für einen Yu Nagaba Booster bezahlt habe. Aktuell gehen die weg für um die 20 Euro. Manche haben die für 25 Euro verkauft. Ich habe gezahlt mit eingerechneter Zoll und so weiter, was bis jetzt noch nicht kam. Aber jetzt kommt erst noch, bin ich bei 8,50 Euro pro Booster. Und das ist halt, glaube ich, mega gut. Auch wenn ich jetzt nicht der Flipper bin, ich werde ihn nicht verkaufen. Aber die Karten, die da drin sind, die sind auch alle mehr als diese 8,50 wert. Ich glaube, die günstigste Karte liegt bei 15 Euro, vielleicht sogar 20. Die Umbreon liegt, ich meine, habe ich gehört, bei 50 bis 60 Euro. Vielleicht ist auch schon wieder ein bisschen runtergegangen. Vielleicht geht es auch nochmal hoch in der Zukunft. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Preise hiervon in Zukunft auf jeden Fall hochgehen. Also das ist hier auch definitiv auch ein Investment. Ihr könnt ein Yu Nagaba Booster gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Wie immer das Video liken, kommentieren und Abonnent des Kanals sein. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest des Videos. Ich werde aber alle anderen meiner Booster durchleuchten und werde dann sortieren, wie viele von welcher Evolution wir haben. Das wird ein extra Video, also seid gespannt. Ja, warum mache ich es? Ich will einfach wissen, wo was drin ist. Und natürlich will ich die Umbreons, also die, ich will schon wissen, wo die Umbreons drin sind, weil ich denke mal, die anderen sind ja alle relativ gleich im Wert. Ganz ehrlich, vielleicht wurden die ja schon durchleuchtet, bevor ich sie bekommen habe. Kann gut sein. Ich bin mal gespannt, wie viele Umbreons ich habe. Bei mir wird der Tauschpartner oder der Käufer wissen, was im Booster drin ist. Jetzt mache ich einfach mal im Zeitraffer die restlichen Pakete auf. So, wir machen das letzte Päckchen auf, Leute. Und es war Tatsache überall Yu Nagaba drin. Ich habe die jetzt noch nicht nachgezählt, aber ich gehe mal davon aus, dass die hier richtig eingepackt haben. Dann sehen wir hier eine Anzahl von, und nochmal, ein Booster hat mich gekostet 8,50 Euro all in. Es sind ganze 200 Booster. 200 mal Yu Nagaba Booster. Wie gesagt, der hier geht an euch, an einen von euch. Also, um dieses Booster hier zu gewinnen, dann würde ich mich super freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Ihr müsst natürlich auch Abonnement von dem Kanal sein. Und dann viel, viel Glück. Die Auslosung wird erfolgen nächste Woche in dem Stream machen. Also nächste Woche dürfte es sein, ich glaube, der 7. Juli, also an Samstag. Müsste ein Samstag sein. Ich glaube, es ist ein 7. Juli. Wenn nicht, dann werde ich jetzt das richtige Datum einblenden. Ich werde dieses Booster nicht durchleuchten. Aber alle 199 anderen, die werde ich durchleuchten. Es wird natürlich ein Opening hierzu geben. Es wird ein Opening, vielleicht sogar mehrere geben, zu Triple Beat. Vielleicht auch ein Boxbreak. Wenn ihr, wie gesagt, Bock drauf habt, dann gebt Bescheid. Und auch hier die Premium Box. Ja, die war ja auch noch da. Auch die werde ich die nächsten Tage öffnen. Ich muss ja ein bisschen was vorbereiten. Urlaub steht vor der Tür. Und das war der Riesenmelde aus Japan, Leute. Mit, ja, oh, 200 Yu Nagaba Boostern. Das ist heftig. Guckt euch mal das hier an. Dieser riesen fette Stapel. Also ich werde ihn natürlich vor allem tauschen wollen. Ah, das ist immer so mein Hauptding. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da, lasst einen Kommentar da, wenn ihr Bock habt auf eine Chance, ein Yu Nagaba Booster, Gott, ich will immer Poster sagen heute, ein Yu Nagaba Booster gewinnen zu können. Und ja, lasst natürlich ein Abo da, auch nur dann könnt ihr das Booster gewinnen. Wir sehen uns im nächsten Video oder morgen im Livestream. Morgen im Livestream machen wir noch Paldea Evolved und Entwicklungen in Paldea. Nochmal einen kleinen Box-Sprite. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Back to the